Helena, was mich jetzt mal so interessieren würde, wenn es so geht um Gesundheit. Wie wichtig ist die Gesundheit? Denkst du darüber nach oder nicht? Was ist für die Gesundheit? Wenn man sich, also Gesundheit ist für mich, wenn man sich gesund ernährt, wenn man viel Sport macht und wenn man einfach auf seinen Körper achtet und ja. Ich meine, für mich ist Gesundheit schon sehr wichtig. Vor allem, ja, ich meine, jetzt bin ich noch jung, jetzt geht es mir noch gut, aber irgendwann werde ich auch älter und irgendwann kommen dann die Sünden zurück, wo man dann denkt, ach, hätte es damals doch schon gescheiter gemacht. Also für mich wird es eigentlich, je älter ich werde, desto wichtiger wird es und desto mehr denke ich dran. Sport, Gesundheit, Bewegung, wie wichtig ist dir das? Wie schaut es in deinem Leben aus? Also Sport und Gesundheit ist mir sehr wichtig. Ich spiele selber Fußball und gehe im Winter halt auch laufen oder Radfahren im Fitnessstudio. Also ich persönlich denke jetzt nicht so viel drüber nach. Aber so wirklich das Thema für mich ist es jetzt nicht. Also jetzt in Bezug zum Beispiel auf die Gesundheit wäre es ein generelles Rauchverbot in den Gastronomien. Ich war auch zum Beispiel in vielen anderen Ländern, in Deutschland, in England, in Spanien, wo das alles funktioniert auch. Also man schaut schon drauf, aber wenn man wenig Zeit hat. Ist für mich ein wichtiges Thema, vor allem weil bei uns in der Familie viele Krankheiten vorfallen, achten wir sehr auf gesunde Ernährung, so Bio, und auf das schauen wir wirklich. Und für mich ist das auch ein wichtiges Thema, weil ich das so in die Wiege gekriegt habe. Gesundheit. Ganz ehrlich, wie wichtig ist dir das persönlich? Wie gehst du mit dem Thema Gesundheit um? Ja, also ich finde es schon sehr wichtig natürlich. Ich gebe mir halt Mühe, dass ich mich gesund ernähre und dass ich auch viel Sport treibe, aber hin und wieder geht es halt nicht.